So, Freunde, wir wollen doch alle rasieren in der Rückrunde. Und was braucht man dafür? Richtig, Stürmer, die punkten. Und deswegen gibt's heute die Top 10 Stürmer für die Rückrunde. Und ich habe mal versucht, die absoluten Top Guns draußen zu lassen. Also kein Kane, kein Openda, kein Guirassy und kein Boniface, weil wir wissen alle, die sind absolut krass. Die muss ich nicht nochmal extra aufzählen. Den Spot behalte ich mir lieber für ein paar andere Kandidaten. Lasst gerne mal ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin wie immer Max und damit ist genug gequatscht und wir gehen rein ins Video. Und wir starten direkt mit Patrick Schick und da habe ich lang überlegt, soll ich den überhaupt mitnehmen oder nicht, weil ich bin mir relativ sicher, wenn Victor Boniface zurückkommt, dann wird es schwer für Schick, weil wir wissen alle, Boniface hat diese leichten Problemchen im Abschluss, aber Boniface ist auch eine absolute Maschine, der erarbeitet sich so viele Chancen, der kann sich das quasi ja schon fast leisten, so viele Dinger zu vergeben, weil er eben einfach so brandgefährlich ist. Schick hat mir jetzt echt gut gefallen im letzten Spiel gegen Bochum, da durfte er von Beginn an ran, hat gleich mal 3 Hütten gemacht zu Hause und wir wissen alle, zu was der imstande ist zu leisten. Vor 2 Jahren eben einen 142er Schnitt hingehämmert. Letztes Jahr schon relativ enttäuschend aufgrund der Verletzungshistorie. Ja, und dieses Jahr bekommt er einfach den Rang abgelaufen von Boniface. Der ist jetzt aber erstmal beim Afrika Cup. Das heißt, die ersten Spiele, die gehen so oder so auf den Nacken von Patrick Schick und was danach passiert, schauen wir einfach mal. Aber für die ersten Spiele würde ich ihn mitnehmen. Ist mittlerweile schon wieder relativ teuer, schon über 17 Millionen. Aber trotzdem, das könnte sich gerade zu Beginn der Rückrunde extremst auszeichnen, wenn ihr den jetzt eintütet. Dann machen wir weiter mit Wout Weghorst. Und auch da habe ich schon drüber gesprochen im Video. Ich fand, zu Beginn der Saison hat er sich super schwer getan, zumindest mal was die Tore angeht. Also, der hat sich brutal in den Dienst der Mannschaft geschmissen. Ich weiß noch, relativ mittig, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, gegen Köln. In Köln, da hat er, glaube ich, auch nicht getroffen, aber hat so viele Dinger gemacht, hat sich so für die Mannschaft reingeworfen, hinten krasse Schüsse geblockt und das ist sinnbildlich für die ganze Saison. Also ich finde, der macht echt einen überragenden Job und der hat jetzt eben hinten raus angefangen, Tore zu schießen, hat jetzt in den letzten 6 Partien 4-mal getroffen, 91 Punkte im Schnitt und das Ganze gibt es für 11,8 Millionen. Bin ich 100% sicher, ob er wirklich von Anfang an spielt, war jetzt auch leicht angeschlagen, vielleicht bekommt Bebou nochmal die Chance. Wenn es nach mir geht, dann spielt er und dann macht er auch gute Punkte, deswegen gibt es von mir da die Empfehlung. Dann haben wir Michael Gregoritsch, der ja letztes Jahr gestartet ist wie eine Feuerwehr. Also das ist ja wirklich, da hat ja kein Mensch mit gerechnet. Der kam aus Augsburg zum damals schon aufstrebenden SC Freiburg und hat da dermaßen abgerissen. Weiß nicht, wie viele Tore geschossen am Anfang. Hinten raus wurde es etwas weniger. Deswegen saß er auch, glaube ich, ein paar Mal auf der Bank. Und so wie das aufgehört hat, so ging diese Saison los für den Österreicher. Oft nur Bankwärmer, nur von der Ersatzbank gekommen. Hinten raus auch der echt gut gespielt, hat jetzt vor dem Heidenheim-Spiel in 3 Spielen 3 Treffer und ein Assist beigesteuert. Heidenheim lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Ich meine, da wurde er auch nur eingewechselt. Kostet, ich habe es mir aufgeschrieben, 13,5 Millionen. Spielt wirklich regelmäßig in der Startelf. Und wenn er ähnlich punktet oder ähnlich weitermacht wie jetzt zum Ende der Hinrunde oder eben auch zu Beginn der Hinrunde im letzten Jahr, dann ist der für 13,5 Millionen absolut geschenkt. Und ja, wenn ihr den nicht mitnehmt, dann seid ihr es tatsächlich auch einfach selber schuld. Und der letzte unten in der Reihe ist Kevin Volland. Und auch der ja, hat schon Höhen und Tiefen durchlebt in dieser Spielzeit. Ich weiß noch, hat extrem krasse Vorschusslorbeeren gehabt nach seinem Wechsel von Monaco zu Union Berlin. Ich muss mich da selber mit reinnehmen. Am Anfang der Saison alle so, boah, krass, was macht Union für heftige Wechsel? Unter anderem Kevin Volland. Dann kam relativ schnell dieses Spiel gegen Leipzig, meine ich, mit der roten Karte, wo er ein paar Spiele raus war und dann einfach danach den Anschluss nicht mehr gefunden hat unter Urs Fischer. Dann kam der Trainerwechsel, Bjelica, und der lässt den spielen und unter ihm blüht er richtig auf. Also auch der hat jetzt in den letzten 4 Partien einen Average von 127 Punkten. Ich habe mir das Ganze mal ausgerechnet. 2 Tore, 2 Vorlagen und das, obwohl dieses Katastrophenspiel dabei war gegen den VfL Bochum. Da hat er nur 3 Punkte gemacht. Also eigentlich diese letzten 4 Partien sind extrem getrübt. Das wären 140, 150er Schnitt. Ja, also der geht extrem auf. Kann mir gut vorstellen, dass Union sich fängt, dass Volland da eine Rolle spielt und deswegen aktuell für 11,4 Millionen auch der extrem günstig und eine extrem krasse Kaufempfehlung. Und der nächste, der ist noch gar nicht da, der ist noch gar nicht in der Bundesliga, aber extrem umworben und das gleich von mehreren Vereinen. Unter anderem dem VfL Wolfsburg, da haben wir gestern schon drüber gesprochen im Video. Es sieht aber
alles danach aus, als würde er zur Eintracht aus Frankfurt wechseln. Die Rede ist eben von Sascha Kalajdzic. Ihr seht das Bild schon. Ich kann mir vorstellen, der wird sich so wahrscheinlich so um die 20 Millionen, 17, 18, 20 Millionen am Anfang einpegeln. Glaube aber, der wird relativ schnell spielen und vielleicht auch langfristig, weil erstmal fehlt Marmoush. Ngankam war viel zu blass in der Hinrunde. Also ich glaube nicht, dass der da großartig spielen wird. Ferry ist einfach noch zu jung, ist noch zu grün hinter den Ohren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Kalajdzic das zu Saisonbeginn oder zu Beginn der Rückrunde gut macht, dann könnte es sogar darauf hinauslaufen, dass der vielleicht über die ganze Rückrunde starten wird und Marmoush, der wirklich gut gespielt hat, vielleicht nochmal so einen nach hinten rutscht, auf die Halbposition, auf das, was Knauf so macht. Auf der anderen Seite wird es dann wahrscheinlich wieder Chaibi. Also, ja, wie gesagt, ist für mich eine ganz krasse Kaufempfehlung. Der wird da gut reinpassen. Diese großen Stürmer haben bei Frankfurt immer gut funktioniert. Ich denke da sofort auch an Bastos zum Beispiel oder eben auch an Kolumuani, der natürlich deutlich mehr Schnelligkeit nochmal mitgebracht hat, aber trotzdem Kalajdzic könnte da sehr, sehr gut funktionieren. Dann haben wir Ermedin Demirovic, den darf man auf keinen Fall außer Acht lassen, weil der eine herausragende Hinrunde gespielt hat. 8 Treffer, 5 Assists, 13 Torbeteiligungen für den FC Augsburg. Mittlerweile auch relativ teuer, 21 Millionen. Aber es war einfach eine krasse Hinrunde und deswegen wäre es fahrlässig, den jetzt für das Geld nicht einzutüten, wenn er noch irgendwo auf dem Markt ist. Und dann haben wir eben Marvin Ducksch und da gilt Ähnliches. Hat einen Punkteschnitt von Demirovic übrigens 97, das bin ich euch noch schuldig. Ducksch liegt bei 93 Punkten im Schnitt. Auch der eine richtig gute Hinrunde, hat quasi einen niedrigeren Punkteschnitt, aber war in den letzten Spielen für mich ein Ticken effektiver als Demirovic, deswegen habe ich ihn so einen Platz davor gerankt. 21,5 Millionen, also ähnliches Preissegment, 7 Tore, 4 Assists, also auch der mit einer ordentlichen Torquote in der Hinrunde. In den letzten 3 Partien eben 2 Treffer, eine Vorlage, das nächste Spiel ist gegen Bochum, also auch da ist definitiv was drin und ich finde, dem muss man echt Respekt zollen, denn seitdem Füllkrug weg ist, gibt es ja eigentlich keine Konstante mehr neben ihm, also was haben wir da alles gesehen? Boré durfte ran, Kovnatski, auf dem so wahnsinnig große Hoffnungen gelegen haben zu Beginn der Saison. Ein Woltemar, der durfte mal ran, hinten raus öfter, Justin Njinma. Und ja, obwohl da so viel Fluktuation war, hat Ducksch das Beste draus gemacht und deswegen gibt es da eine fette Kaufempfehlung. Und wir sind schon beim Thema Niklas Füllkrug. Was wurde über diesen Wechsel geredet zu Beginn der Saison von Bremen zu Borussia Dortmund? Hinten raus muss man sagen, es hat sich ausgezeichnet. Ja, also er hat mehr oder weniger sofort Sebastian Haller als Stürmer Nummer 1 abgelöst. Hat sich zu Beginn etwas schwer getan. 14 Spiele in der Bundesliga gemacht für Dortmund. In den letzten 13, also wenn man das erste wegnimmt, hat er 5 Tore, 5 Vorlagen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Darauf kann man aufbauen. Auch der hat sich tendenziell immer mehr gesteigert, je länger die Saison ging. Ja, auch da erwarte ich relativ viel für die Rückrunde und deswegen ist auch der eine absolute oder ein absoluter Kauf wert. 27 Millionen, 28 Millionen ist er ungefähr wert. Wäre so einer, wo ich sagen würde, wenn ihr den jetzt für die Rückrunde bekommt, wenn ihr neu startet, ist das jemand, der könnte im Verlaufe der Saison vielleicht auf 35, 40 Millionen gehen. Von daher, ja, würde ich da schon mal ordentlich reinbuttern. Und dann haben wir eben Andrej Kramaric und da sage ich nur Rückrunden-Kramaric und das ist schon krass, was der in dieser Hinrunde so abgerissen hat. 124 Punkte im Schnitt, die ersten 6 Partien und ich meine, da hat man unter anderem gegen Bayern gespielt, nur grüne Balken, 13 Partien, also so oft hat er gar nicht verletzungsbedingt gefehlt, nur 3 Partien verpasst, also sind alles, ja, Erinnerungen, da wird mir richtig so, oder so, das sind so Stats, da wird mir warm ums Herz, weil ich mich eben an diese Prime von Kramaric erinnert fühle. Jetzt kommt eben die Rückrunde, da liegt da tendenziell immer noch eine Schippe drauf, deswegen für den Preis kostet im Augenblick 24,5 Millionen, also noch günstiger als Niklas Füllkrug, mit einem deutlich besseren Punkteschnitt in der Mannschaft, die wirklich funktioniert, die überrascht hat, siebter jetzt nach der Hinrunde, wo man das Gefühl hat, die sind gegen jeden Gegner in der Lage, Tore zu schießen. Dazu kommt, dass Kramaric eben die Standards schießt, viele Freistöße. In der Regel schießt er die Elfer, wenn er auf dem Platz steht. Und von daher ja, ist das eigentlich ein Muss für jeden Manager in der Rückrunde in seinem Team. Und auf Platz 1 haben wir Dennis Undav. Und ja, ich weiß, auch das ist einer aus der Kategorie Captain Obvious. Auch den hätte man draußen lassen können. Ich wollte ihn aber unbedingt mitnehmen, weil gerade zu Saisonbeginn stand er ja schon noch arg im Schatten von Serhou Guirassy. Hinten raus hat er komplett geglänzt, alles überrascht. 145 Punkte im Schnitt, 8-mal nur von Beginn an gespielt, das ist absolut geisteskrank in dieser Zeit. 9 Treffer, 3 Assists, 26 Millionen ist er wert und für mich ein ganz klarer Kandidat für die Europameisterschaft. Auch darüber habe ich schon gesprochen, weil der einfach alles mitbringt. Der bringt eben diesen Willen mit, der hat den Torriecher, der kann sich mal fallen lassen, der kann Bälle festmachen, der kann einfach Bälle mit dem ersten Kontakt reinmachen. Also für mich wirklich ein Vollblutstürmer.
Und warum sollte sich auch was ändern, wenn Guirassy zurückkommt? Wenn er überhaupt bleibt beim VfB Stuttgart, dann werde ich oder dann gehe ich davon aus, dass Stuttgart die komplette restliche Saison eben mit der Doppelspitze spielt, Guirassy und Undav. Und deswegen ja für 26 Millionen absoluter No-Brainer. Und ja, wenn der noch irgendwo zur Verfügung stehen sollte, dann müsst ihr da reinscheppern. Und damit sind wir durch. Wenn ihr noch Kandidaten auf dem Schirm habt, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.